Kriege gegen Bayern, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit 100 Ränkespiel. In der Zwischenzeit sind wir auch ganz offizieller Besitzer des Königreichs von Ostfrankenreich. Welch sinnloser, nutzloser Name. Und wir prügeln uns jetzt aktuell mit den Bayern, mit den Bajuwaren, die sich hier auf dem Hügel verschanzen. War eine schlechte Entscheidung, wie man sieht. Die haben richtig auf die Schnauze bekommen, trotz allem. Tun wir gleich nochmal Leute erpressen. Mal ein paar Ritter einladen. Und dann holen wir hier mal unser Kriegsziel. Fürstenberg. Mit meiner kompletten Armee hier auch unterwegs, ne? 5000 Mann. So viele Truppen brauche ich hier gar nicht. Mal gleich zwei gleichzeitig belagern. Ah, wollt ihr mich angreifen? Ne, lass das mal bitte. Mal notfalls reagieren, falls die mich jetzt hier angreifen wollen. Okay, ne, sie haben es kurz überlegt, haben es aber nicht gemacht. So, du tust mal weiter Ansprüche durchsetzen auf alles Mögliche, keine Ahnung. Wobei das ist. Ne? Machen wir lieber Ost. Komm, machen wir lieber hier oben. Weiter gegen Lutetia, dass wir die komplett eingliedern können. Das Hammer. Wohin des Weges? Und wenn wir die da bekommen hätten. Ne. Die ziehen sich wieder zurück. Das ist wieder ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber wir haben das Kriegsziel schon mal. Das ist schon mal ein Vorteil. Kriegsziel ist in unserem Besitz. Nächste Provinz auch gleich. Die trauen sich halt nicht gegen uns zu kämpfen, ne? Die haben noch ein bisschen Schiss. Und der nächste Sieg. 659, Mann, die meisten haben wahrscheinlich noch verloren, als die Mini-Armee hier gekämpft hat, bevor wir da mit der kompletten Armee da waren. Dann belagern wir auch mal die nächsten zwei gleich. Warte mal, Ravensburg, mit denen bin ich gar nicht im Krieg, ne? My bad. Wann ist Ravensburg unabhängig? Ah, interessant. Ich will keinen, jeder Höfling gewinnt 100 Meinung, haut ab. Aber das andere, das nehme ich gerne mit dem extra Lebenswandel-Dingens. Plus 2 Verwaltung, plus 15% Steuern. Klingt hervorragend. Deswegen machen wir das natürlich auch gleich mal. Ein 22er Marschall. Hallöchen, Popöchen. Würde Gronkismus jetzt sagen. Gibt es denn überhaupt noch Gronk? Von dem hatten wir schon lange nichts mehr. Früher gab es ihn mal. Aber die Zeiten sind auch schon lange vorbei. Von Gronki. Damals mit Minecraft. Habe ich mir auch immer gerne angeschaut, aber. Irgendwann war es dann halt vorbei mit Minecraft und dann. Ja. Verschwinden Leute in der Versenkung und neue Leute stehen auf, ne? So ist es halt quasi auf der Welt. Die einen kommen, die anderen gehen. Die versuchen jetzt hier gerade Dingenskirchen zurückzuerobern. Das werden sie nicht rechtzeitig schaffen. Unser Kriegsziel haben wir durchsetzen können. Fürstenberg gehört offiziell uns. Das behalte ich auch mal für mich, weil warum nicht? Kann ich ja machen. Ist ja meins. Und dann führen wir Krieg gegen Ravensburg. Wir haben einmal De Jure-Ansprüche, einmal normale Ansprüche. Wir setzen jetzt erstmal unsere Ansprüche hier durch. Bevor wir jetzt hier irgendwas anderes machen. Die haben zwar eine Verteidigung hier, aber. Ja, trotzdem ein Sieg. Wir haben auch direkt jemanden, eine wichtige Geisel gefangen genommen. Deswegen ist der Krieg hier sogar gleich direkt vorbei. Alle 2 Jahre können wir Untertanen erpressen. Ich liebe es. Auch, bringt auch mit der Zeit richtig viel Asche. Titelverkauf können wir leider nur alle 5 Jahre nutzen. Ist aber unterschiedlich, was uns der Titelverkauf bringt. Ravensburg ist auch in unserem Besitz gefallen. Damit sind wir hier auch fertig. Dann können wir jetzt nämlich nach hier oben gehen. Können denen den Krieg erklären. Können sogar Religionskrieg um Herzogtum schon machen. Aber lieber nicht. Wir setzen unsere Ansprüche durch. In dem Fall Hauptlingstum von Brenner. Können ja leider keine kombinierten Ziele machen. Wollte ich auch nicht. Habe ja überlegt, ob ich da eine Mod installiere, dass ich Kriegsziele kombinieren kann oder so. Aber ich habe mir gedacht, nee. Ich mache das eigentlich so, wie es ist. Komplett Vanilla, komplett ohne Änderung. Außer halt, dass wir unsterblich sind. Und dann halt quasi gucken, was da rauskommt am Ende des Tages. Auf geht's zur Hauptstadt. Lager abspalten, kurz noch uns mit denen schlagen. Wir halten 315. Dankeschön. Mal gucken, was noch passiert. Ah, ja, nochmal 160. Dankeschön. Belagerung geht weiter. Schlacht haben wir gewonnen.
Da rennen sie da oben rum wie die letzten Hasen. Nur 26%? Okay. Ist ein bisschen enttäuschend. Muss ich sagen. Wie lange dauert das eigentlich noch hier, bis ich weiter... Ah, perfekt. 13 Monate nur noch. Dann können wir auch schon die nächsten Autoritätsstufen erlassen. Das wird meinen Vasallen gar nicht passen, aber das juckt mich nicht. Ist mir so egal, was meine Vasallen von mir denken. Ich werde die alle unterwerfen. Bis aufs letzte Hemd werde ich sie ausziehen. Wenn es sein muss. Entwicklung hier ist übrigens auch komplett im Eimer, ne? 58% haben wir. Gehen wir zurück nach Hause. Schau mal, wer da ist. Huhu. Grüße an euch, gehen raus. Machen jetzt noch Architekt. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf... Ja, auf was denn überhaupt? Kriegsführung? Oder machen wir weiter mit Diplomatie? Oh. Diplomatie juckt mich eigentlich nicht. Aber wir könnten erzwungenes Vasallentum machen. Das würde unsere Kriegsmöglichkeit nochmal erweitern. Warum hauen die eigentlich ab, wenn ich komme? Ja, ja, rennt ruhig weg. Rennt weg bis zum Ende aller Tage. Krass, wie schnell auch mal 2 Jahre vergehen, ne? Ich krieg das gar nicht so richtig mit. Nächsten Ketzer. Wir halten das Kriegsziel, deswegen ist es mir auch total egal, wenn die weglaufen. Soll sie es halt machen. Der Krieg ist eh gleich vorbei. Meine Vasallen führen untereinander Krieg. Wir haben königliches Vorrecht erforscht. Machen wir weiter mit... Chronikführung, bitte. Was? Der venedische Geier ist... Hä? Ah, ich bin kisalpinisch. Fuck! Hm. Ja, das ist natürlich blöd. Das habe ich, 974, in 5 Jahren kann ich es erst erhöhen. Ah, Kehre. Das ist natürlich ärgerlich. Was haben die denn die alle so Mini-Versorgungsschwellen hier, Da kriege ich einen Herzinfarkt, wenn ich das schon sehe. Die haben sich auch nochmal hier eine schöne Armee zusammengeschustert, sehe ich gerade. 3300 Mannen. Wir haben einen relativ guten Befehlshaber. Wir sind gut versorgt. Dann suchen wir hier mal die Schlacht, oder? Mal gucken. Okay, wir verlieren sie. Deutlich sogar. Deutliche Niederlage. Warum denn eigentlich? Warum? Woher haben die eigentlich die ganzen Truppen? Weiß das einer? Haben die irgendwo gebettelt? So, hey, gib mal Truppen oder so. Keine Ahnung. Haben die das einfach für sich erobert? Das ist schon eine richtig freche Aktion. Machen dann folgendes. Wir gehen hier quasi wieder in die Schlacht rein. Und in der Sekunde, wo wir die Schlacht gehen, tun wir Söldner anheuern. Ich weiß, ich bin schon relativ raffiniert, ne? Einzige, was wir kurz machen müssen, ich muss kurz alle anderen Sammelpunkte auflösen, dass die Söldner auch am richtigen Platz spawnen. Dann heuern wir mal irgendwas Kleines. So, die sollten reichen. Gehen wir dort mit rein. Die Schlacht wird man auch wieder verlieren, leider. Aber mit der Unterstützung unserer Söldner haben wir einen Sieg errungen und dann ist das Ding hier durch. Jetzt muss ich mich weiter Richtung Süden fokussieren übrigens. Viel Spaß mit diesem hässlichen Ding da übrigens an meinen Vasallen. Mag ich nicht, brauche ich nicht. Wir müssen jetzt Richtung hier unten ein bisschen. Lombardei etc. Religionskrieg um Herzogtum, das klingt doch nice. Da können wir gleich mal ein riesengroßes Stück erobern. Dum dum dum. Hoffe jetzt einfach mal, dass sich da keiner anschließt von den ganzen anderen. Nee. Sieht mir nicht so aus. Was haben die eigentlich für einen Glauben? Ha! Ikonoklastisch. Klingt fast wie so eine Gesichtskur. So. Ich war heute beim ikonoklastischen Therapeuten. So. Ah, cool. Okay, was hat der gemacht? Der hat mich ikonoklastisch versorgt. Ah, cool. So einfach kann es sein. Ich meine, klar, verringert den Eifer. Aber wen juckt's? Wen juckt's? Ich möchte halt das Oberhaupt des kisalpinischen Glaubens werden. Dass ich selber bestimmen kann, was wir hier freischalten. War schon bei Bildung. Also bei Bildung, das Ganze war deutlich praktischer, muss ich sagen.
Er hat einen Herzogtumtitel. Herzogtum auf Tukilia. Das ist mal zu weit weg. Also für Bordago habe ich jetzt aktuell kein Interesse, muss ich sagen. Noch nicht. Vielleicht bald mal. Wer weiß. Hauptstadt haben wir erobert. Das haben wir auch erobert. Du gehst dorthin. Wer da gestritten hat, das juckt mich übrigens nicht. Deswegen habe ich es weggeklickt, weil es mir scheißegal ist, wer sich da streitet. Das ist nicht mein Thema. Ich kann mich nicht immer um alles kümmern, was diese ganzen Kinder da machen. Das ist ihr Thema. Auto, die Kontrolle ist in der Zwischenzeit wieder überall bei 100%. Das andere ist übrigens auch von Vorteil. Wir können eigentlich auch unbegrenzt viele Titel halten. Weil wenn halt jemand kommt und sagt, ja, das passt mir nicht, dann bringe ich ihn um oder so. Halt, wen juckt's? Halt, ich mache, was ich will. Ich bin der gefürchtetste Herrscher aller Zeiten. Zu Recht. Wir haben 68% Warscore bloß. Titel verkaufen. Und er bezahlt nochmal 315 an mich. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön fürs ganze Geld. Wieder 3150. Unsere komplette Armee ist ausgehoben. Muss man auch nochmal mit dazu sagen. Die verlieren zwar Truppen, aber das juckt mich nicht. Die sollen ruhig wissen, was es heißt, unter mir zu herrschen. 98%. Das hier brauchen wir noch. Ja, versorgungstechnisch ist halt nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Ah, 100%. Vielen Dank für das Herzogtum hier von der Lombardei. Den Titel kann ich nicht übernehmen, warum denn nicht? Kurz umbringen. Dann bringen wir ihn halt kurz um, wenn ich den Titel nicht übernehmen kann. So, jetzt ist aber immer noch er da das Problem. Ich habe gegen ihn keinen Kriegsgrund. Das halte ich aber auch für ein Gerücht. Mal Ansprüche fingieren hier. Kann ich den Königstitel oder irgend sowas gründen? Ne, den gibt's auch sogar schon, den Königstitel. Ja, umbringen. Die Grafschaft gehört de jure technisch mir. Wieder Untertan erpressen. 330 Gold. Tja, der Geier hat sich einen Posten im Rat verschafft. So ein Hundesohn. Ja, schon ein bisschen lame. Sundgau gehört auch zu uns jetzt. Ha! Heißen jetzt Nordmark. Möchte aber auch nicht vasalisieren. Nee, hä? Ja, die haben sich scheinbar umbenannt von Lutizia nach Nordmark. Auch keine Ansprüche. Was ist mit Großpolen? Tja, da könnte man einen Religionskrieg machen. Weißt du nicht, was das für ein Herzogtum sein soll? Das würde gehen. Das ist für 15.000 Mann eigentlich. Hä? Der ist so stark? Ja, 9.300 Mann. Okay. Nicht mal Söldner. Er ist einfach so stark. Einfach von Natur aus ist er so stark. Krass. Muss ich ihm schon mal lassen. So, er ist tot. Damit sollte der Titel eigentlich... Das ist jetzt euer Ernst. Ey, geht ihr mir auf die Nerven, echt. Weil jetzt kriege ich gleich massive Abzüge. Weil ich seit 10 Jahren über der Domänenschwelle bin. Er tut noch Mantur beanspruchen. Könnte nicht einfach... Vor allem, wer ist denn... Wo sind denn die, die hier noch Titel halten? Da oben ist sie, hier. Ach so. Ich finde es halt blöd. Die halten keinerlei Ländereien mehr und... Ich kann mir da trotzdem nichts holen von denen. Das ist so notwendig, dass das mal geändert wird, ne? Ich kann natürlich den Titel trotzdem wieder nicht übernehmen. Das Problem bleibt ja das gleiche, dass sie den Krieg haben. Ja, ne, sie hat keinen Krieg. Warte mal, was? Der hat Krieg mit seinen 180 Mann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich könnte jetzt natürlich gegen Venedig Krieg führen, nebenbei aus Langeweile, aber ich habe keine Truppen mehr. In der Sekunde, wo ich meine Armee aushebe, war es das mit meiner Armee. Das ist das Problem leider. 10%.
Boah, ganz ehrlich. Das ist ein Untertan von diesem Dogener. Dum, dum, dum. Zahlungen verlangen einmal. Was sind das für Ansprüche hier? Da oben. Kannst du alles vergessen. Kriege ohne Ende erklären, aber es würde sich alles nicht rentieren. Angria noch erpressen, Hessen nochmal erpressen, Colmar erpressen. Ich hab so viel Geld. Weiß gar nicht, wohin damit? No joke. Keine Ahnung mit der ganzen Kohle. Ich weiß es nicht. Herzogseroberung von Grafschaft. Hätte aber lieber Herzogseroberung von Herzogtum. Pilsen ist leider auch nur eine einzige Provinz. Führt immer noch Krieg. Jetzt führen die einen neuen Krieg. Ey, ich könnte kotzen. Das kann doch nicht sein, oder? Kann ich dir nicht einfach selber den Krieg erklären? Halt. Ich sorge jetzt einfach mit dafür, dass die irgendwann ausgelöscht werden. Kann doch nicht so schwierig sein, komm. Alles ist verringert um 100-100. Wir machen quasi, wir selber machen keinerlei Einnahmen mehr. Machen wir einen Briefwechsel. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. So, Reichsverwaltung. Truppenzusammensetzung. Machen wir Truppenzusammensetzung. Vielleicht ist er dann angetan durch das Ganze. Na, ne, leider nicht. Hätte ja klappen können. Bei den Sachen habe ich nie Glück. Wenn es darum geht, Leute mit Briefen zu beeinflussen, könnt ihr einfach mit Stein schmeißen. Da ist die Wahrscheinlichkeit genauso hoch, dass es klappt. Mache ich aber meistens nicht. Nur 31%? Enttäuschend. Auf geht's nach da drüben. Ja, ich weiß, dass ich über der Domänenschwelle bin. Danke für den Hinweis, trotzdem. Bin mir aber nicht ganz sicher, ne? Wir sind Jäger geworden. Das ist immer ganz gut. Die haben 3 Kriege. Die haben noch 2 Soldaten. Oh, ich bin in irgendwas Feindliches gelaufen. Aber ich gewinne die Schlacht mit 100 Überlebenden. Cool. Das sind die Schlachten, die Spaß machen. Auf nach Hause. Ich weiß nämlich eh nicht, wo der Rest der Lombardei ist gerade. Dann mal ran an die Bücher. Alle einkerkern. Oh, es gibt Bauern. In Kisalpinien hier. Naja, auf geht's. Kümmert euch drum. Ihr seid eh schon da. Immer her mit dem Geld. Immer her mit der Kohle. Wohin des Weges? Dachte ich mir. So, und dann haben wir das erzwungene Vasallentum. Der Bauernkrieg ist noch nicht ganz fertig. Da unten ist noch eine Armee. 95%, 96, 97. Es tickt jetzt langsam sicher nach oben. Dadurch, dass wir das Kriegsziel halten. Der Krieg ist vorbei. Will ja eigentlich gar nichts. Eigentlich will ich ja nichts, außer endlich den Titel zu übernehmen. Das ist das Einzige, was ich mal gerne machen würde. Den Titel der Lombardei übernehmen. Aber es geht ja nicht, solange die Alte noch Ländereien hat oder im Krieg ist. Was macht ihr denn? Ach, da sind auch noch welche. Oh, das erklärt einiges. Die wollen meine Hauptstadt erobern. Oh. Das könnte böse enden. Ah, nee. Wir haben noch genug Zeit. 230 leider nur für niedere Titel heute. Ich habe ein Druckmittel gegen sie erhalten, weil sie verschuldet hat. Okay, der Krieg ist auch vorbei. So, erzwungenes Vasallentum als Kriegsgrund ist jetzt verfügbar. Und damit können wir jetzt auch endlich aktiv anfangen, Krieg zu führen. Und da ich mich ja auch nicht um irgendwas kümmern muss, ist mir das auch alles scheißegal. Die Lombardei. Es ist im Krieg gegen Venedig. Ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Ihr wollt mich echt alle verarschen. Das kann ich mir jetzt gerade nicht mehr vorstellen. Das ist eine Verarsche.
Vor allem, was machen die denn jetzt? Da hört auf wegzulaufen. Können wir dieses Mal abfangen? Dankeschön. So, Lombard, jetzt kann ich jetzt den Titel bitte übernehmen. Ach, dankeschön. Endlich. Hier, Enkel. Viel Spaß damit. Jetzt habe ich wieder alles im Griff. Wir haben alles wieder herstellen können. Die Schlacht wurde ebenfalls gewonnen. Dann marschieren wir mal dorthin. Das war zu weit erobern. Und wie gesagt, wir können alle ganz entspannt vasalisieren. Da wir ja 100 Schrecken haben und die ganze Welt uns fürchtet und hasst, wird es auch niemals gefährlich werden, dass wir irgendwie eine Fraktion bekommen, die zu stark werden dürfte. Außer halt Bauern, ne? Bauern, die scheißen ja immer sich nichts. Die machen ja, was sie wollen den ganzen Tag. Und die haben es echt perfektioniert, mir wegzurennen den ganzen Tag, ne? So, weglaufen ist ihr Hobby. Ich find's krass, wie schnell immer 2 Jahre vergehen. Der Krieg ist vorbei. Unser Reich ist weiter gewachsen. Und der Titel von Germanien ist noch ein bisschen entfernt. Aber nicht mehr so weit. Und Bayern ist halt eine andere Geschichte, ne? Können wir eigentlich mal Morde machen. Können wir die ganzen Reiche um uns herum schwächen. Ganz nebenbei. Kann ich Savoyen unterwerfen? Nein, leider nicht. Vasallenzwang, Kriegsgrund, Chronikführung, Gottes, Gnadentum, rechtmäßiges Eigentum. Kriegsführung. Wie hießen die ganzen Dinger? Ich hab's vergessen. Warte mal. Kriegsführung? Gibt's hier nicht. Königliches Vorrecht habe ich gemacht, oder? Kriegsgrund, Chronikführung, Gottes, Gnadentum, rechtmäßiges Eigentum. Also Kriegsgrund, Chronikführung, Gottes Gnadentum. Chronikführung. Also ich kann ja eh nichts machen. Ich bin ja immer noch nicht der Grufti hier. Da muss ich erstmal gegen Venedig in den Krieg ziehen. Na dann. Kümmern wir uns weiter um Venedig. Mit unserer kompletten hübschen Streitmacht. Erstmal kurz teilen, dass wir nicht alle auf den Haufen wieder gammeln. Das ist Mainz, oder? Ne, das ist Bayern. Bayern, Sondis! Mann, keine Verbündeten. Ah! Das ist schlecht. Ah, das hat er toll gemacht. Da haben sie mich erwischt. Muss ich gestehen. Da haben sie mich erwischt. Jetzt erwischen sie die ja mir auch noch. Ist das dramatisch. Wahrscheinlich werde ich den Krieg verlieren, oder? Wahrscheinlich hat er natürlich die Armee auch wieder am falschen Punkt aufgestellt. Ich hasse das Spiel. Ja gut, an der Hauptstadt wenigstens, aber trotzdem. Trotzdem ist es wieder unnötig. Ich möchte den Sammelpunkt bestimmen von welchen Truppen. Mehr möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach nur den Sammelpunkt bestimmen können. Genau, jetzt tut meine Söldner auch noch einzeln kaputt machen. Nee, kriegt er nicht hin, oder? Gut. Auf geht's. Wir schlagen zurück. Dieses Mal sind wir diejenigen, die Venedig zurückschlagen. So, hervorragend. Der erste ist schon mal tot. Das ist in dem Fall der König von Bayern. Und was haben wir geschafft? 468 Verluste, 2000 haben wir töten können. Damit haben wir fast die Verluste aus den ersten 2 Schlachten komplett ausgeglichen. Das ist doch alles, was wir wollen. Gucken, ob er auch noch gesterben wird. So, ihr marschiert. Ha, er ist auch gestorben. Na, traurig, dass die alle sterben. Wollte ich doch gar nicht. Ah, Runde 2 oder was? Nee. Hab bestimmt keinen Bock mehr, ne? Dachte ich mir schon. Und mein Radspitzel ist gestorben. Schade, es war ein echt guter. Ich meine, ist nicht so, dass ich einen guten Radspitzel bräuchte in meiner Position, aber warum nicht? Nochmal die Venediger hier zusammenschlagen. Das Kriegsziel haben wir schon mal. Der nächste Sieg, auch hier wieder doppelt so hohe Verluste zugefügt dem Feind. I love it. Und dann würde ich an der Stelle sagen, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Es geht weiter, nächste Folge. 86 Jahre bleiben uns noch. Wir haben nicht viel erreicht. Doch, eigentlich schon. Wir haben zumindest das Königreich geschaffen.
Ich glaube, Bildung war mal jetzt schon so viel weiter eigentlich, ne? Aber es ist halt keine Bildung. Ihn kann ich vasalisieren, weil er eingeschüchtert ist. Ne, nicht mal. Er möchte trotzdem ein Vasall werden. Ist aber nett von ihm. Bist du denn zu Hause? Ah, baden. Naja, ist doch toll. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.